Was ist eine gute Conversion Rate auf einer Landingpage? Um das geht es heute. Heute kam diese Frage. Hallo, was seht ihr als gute Conversion Rate auf einer Leadpage an? Leadpage, also wie viel Prozent Besucher Sign-ups? Okay, also hier geht es um einen Lead Magnet. Es geht um Lead-Gewinnung und was ist hier eine gute Conversion Rate auf einer Landingpage für einen Lead Magnet? Was denkst du? Was ist für dich eine gute Conversion Rate, Sign-Up Rate für einen Lead Magnet? Gerne unten in den Kommentaren. Was ist deine beste Lead Page oder Landing Page? Was sind deine besten Conversion Rates? Würde mich auch interessieren. Oder hast du Fragen zu diesem Thema? Okay, schauen wir mal die Landingpage an, um die es geht. In 5 Tagen zu besseren Smartphone-Fotos, das ist die Landingpage. Auf den ersten Blick könnte das jetzt eine sogenannte Squeeze-Page sein, also eine Seite, die kurz und knackig ist und einen Call to Action hat. Wenn man klickt, geht ein Formular auf und man kann den Lead Magnet bestellen. Hier geht es also nicht um direkten Verkauf von irgendwas, nicht um konkrete Anmeldung für ein Webinar oder sowas, sondern hier geht es um eine kostenlose 5-teilige E-Mail-Serie. Okay. Das heißt, da werden die Conversion Rates höher sein als für eine Webinar-Anmeldung. Da ist die Hürde ein bisschen höher. Und natürlich ein Kauf ist die Hürde noch ein bisschen höher. Was denkst du, wie viel Prozent Conversion Rate erhält diese Seite? Hier haben wir also den Einstieg recht okay gemacht. Ich will bessere Fotos. Da geht das Pop-up auf und da sofort sichtbare Resultate. Vorher-Nachher-Bilder. Schön. Hauche deinen Fotos neues Leben ein. Das gleiche Pop-up. Und was dich erwartet, Tag 1, was genau kommt. Ja, ich bin dabei oder nicht. Noch ein Video. Boris erklärt irgendwas. Es zeigt ein bisschen Gesicht. Vielleicht kurz rein. Schönes Bild. Zeigt er etwas? Ja, wow, cool. Da zeigt er also effektiv direkt, wie man Dinge macht. Das will ich lernen. Kurs startet. Da geht es irgendwie noch um einen Kurs. Vielleicht kann das verwirren, weil ich will ja nicht mich für einen Kurs anmelden hier. Ich bin ja noch nicht so weit. Ich will einfach wissen, wie das geht. Also das könnte vielleicht verwirren. Ich will jetzt bessere Fotos machen und nicht da irgendwie 52 Tage lang warten. I don't know, aber das ist sehr weit unten in der Landingpage. Denkst du, die Leute kommen so weit? Und hier nochmal die Anmeldung für 5 Tage, jeden Tag ein Tipp. Was denkst du dazu? Was ist eine gute Conversion Rate? Und ich habe ihn gefragt, welche Conversion Rate er dann erhält. Und er sagte 25% Sign-up Rate. Also wenn 100 Leute diese Landingpage erreichen, dann melden sich 25 an. Und da müsste man ein bisschen mehr dazu wissen, woher kommen die Leute jetzt? Sind das erstmal Freunde und Verwandte oder Social Media Kontakte? Oder sind da Paid Ads, also bezahlte Werbeanzeigen im Einsatz? Kann man auch unterscheiden, wie gut konvertiert die Seite für bezahlte Ads, wie gut performt die Seite für Freunde und Verwandte. Und natürlich, wenn da erst 10 Freunde da drauf waren, dann ist es nicht so schwer, 50% Sign-up Rate zu erhalten. Das sind Leute, die kennen Boris schon. Aber wenn es fremde Leute über Werbeanzeigen sind, dann ist es schon besser. Wir gehen davon aus, für eine solche Sign-up, Lead Magnet Sign-up Landing Page, da
25% ist gut, aber optimierbar. Du kannst also besser optimieren, bessere Conversion Rates erhalten, und das spielt eine Rolle. Da sind verschiedene Faktoren im Spiel, zum Beispiel, wie gut hast du die Zielgruppe gewählt, beispielsweise im Facebook Werbeanzeigen Manager. Welche Lookalike Audiences oder Custom Audiences hast du da gewählt, oder hast du einfach ein bisschen willkürlich alle Leute, die Smartphones haben, angesprochen? Und oft ist es nicht mehr das, was wir wirklich auf der Seite selber schreiben. Natürlich ist das wichtig, aber oft gibt es dann mehr zu optimieren, wenn wir besser werden mit unseren Zielgruppen. Was würde ich hier tun? Als erstes, gut gemacht. Ich würde, wenn das öffnet, da noch visuell was drin haben, dass es ein bisschen konkreter aussieht. Vielleicht kann man die 5 Tipps visualisieren. Vielleicht kann man hier ein Vorher-Nachher, so ein Kombi-Bild rein tun. Vielleicht kann man, also ziemlich sicher, also ganz sicher sogar, kann man diese Texte in Deutsch haben und hier doch auch noch ein bisschen mehr dazu noch haben, was passiert mit den Daten und pipapo. Natürlich löst das dann auch Double Opt-in aus und Leute müssen ihre E-Mail bestätigen, aber da ist jetzt ein bisschen zu wenig transparent. Okay, aber visuell gut, das Vorher-Nachher finde ich gut. Da dürfte es vielleicht noch ein Beispiel mehr haben, was dich erwartet. Da würde ich vielleicht wiederholen, dass es um jeden Tag eine E-Mail geht, vielleicht hier zwischen Titel und Tag 1, dass man wieder weiß, aha, ja genau, ich melde mich an dafür, dass ich 5-mal eine E-Mail erhalte mit einem Fotobearbeitungstipp. Mache mir aus deinen Fotos. Vielleicht erklärt er es da drin, aber nicht alle schauen das Video. Und da würde ich versuchen, diesen Timer vielleicht auch komplett zu eliminieren. Warum muss der Timer hier drauf sein? Ich glaube, der muss nicht hier drauf sein. Da nochmal Call to Action. Also gut, dass es mehrfach kommt und dass es immer die gleiche Call to Action ist. Das ist eines der Ideen einer Landingpage, dass wir nicht verwirren und soll ich jetzt das oder das klicken, sondern es geht jetzt ganz konkret um eine bestimmte Handlung. Also mit solchen Details könnte man vielleicht ein paar Prozent mehr rausholen. Vielleicht kann man auch mit Split-Testing versuchen, mit den Farben zu arbeiten. Aber ich glaube, das meiste holt man hier jetzt mit guten Zielgruppen, und vielleicht muss sich das entwickeln, wenn der Facebook-Pixel vielleicht noch nicht genug Daten hat. Da werden sich Lookalike-Audiences zum Beispiel entwickeln, aber die Landingpage an sich scheint mir ganz gut umgesetzt. Für die Frage, wie gut ist eine hohe Conversion Rate für eine solche Landingpage? Ich denke, und aus Erfahrung wissen wir, dass wir 38-39% erhalten, 40% ist dann nicht viel mehr, aber in dem Bereich sollte es möglich sein, wenn und nur dann, wenn die Zielgruppe richtig gewählt ist. Okay, wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch und vor allem abonniere diesen Kanal. Klicke auf das Glöckli, um über neue Videos informiert zu werden, und see you in the next video. Bye bye.